Also Schatz, du brüllst ja schon wie ein Luftbefürchter vor dem Fernsehen. Zum guten Glück kommt nicht jeden Abend so ein Rosamunde-Pilcher-Film. Es würde noch die Decke anfangen zu schimmeln. Ja und du? Mit der Flasche Bier neben mir, hä? Mit dem Sixpack im Speckmantel, hä? Hey, ich kann euch sagen, die haben einen Schritt auf die Waage gemacht. Ist da schon eine Bewegung? Ja. Und? Ich mache schon 3 Diäten. Ja, sie macht 3 Diäten, weil sie ab einer nicht genug bekommt. Hey. Ja, dafür habe ich 300 Freunde auf Facebook. Ja. Wenn der Strom weg ist, dann hast du keine mehr. Komm, laufen die Twitter da. Schau mal, gehen wir durch den Zoo durch. Schauen wir mal die Tiere ein bisschen an. Ganz verschiedene Arten. Auch komische darunter. Ja. Siehst du die Affen dort hinten? Ja. Verwandte von dir. Ja. Schwiegereltern. Hm. Schatz, jetzt sind wir 30 Jahre geheiratet. Ja, ich muss doch so spielen. Ich mag die auch nicht, oder? Dumme Sieg. Vor 30 Jahren haben wir eine billige Wohnung gehabt, ein billiges Auto, haben auf einem Schwarz-Weiß-Fernsehen Fernsehen geschaut, auf dem Sofa geschlafen. Ja und? Aber ich habe jede Nacht mit einer 20-jährigen, rasanten Frau geschlafen. Ja und? Heute haben wir ein riesiges Haus, ein teures Auto, haben einen 3D-Fernseher, ein schön grosses Bett. Ja und? Rübennase! Aber ich schlafe jede Nacht mit einer 50-jährigen Frau. Schatz, such doch nur wieder eine 20-jährige. Dann schau ich, dass du wieder in einer Einhalbzimmerwohnung wohnst, auf dem Sofa schlafst und ein günstiges Auto fährst.